Hi und willkommen zurück zu Dawn of Defiance mit Camopixel. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Natürlich ist nach dem langen Marsch, den ich hinter mir habe, jetzt die Nacht eingebrochen. Wir hören überall wieder gefährliche Geräusche, Gegner, Grunzen, was auch immer. Der Tempel ist da vorne in Sicht. Die Tempelwachen und Meister Schwebeschädel patrouilliert. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Hier vorne ist unser Tombstone. Sollten wir eigentlich rankommen. So. Guck mal, wie schön jetzt der Bogen aussieht, weil ich den im Stil von Ambrosia gemacht habe. Leuchtet der so lila. Das ist natürlich ganz, ganz nice. Ne? Wir tun jetzt den anderen Bogen raus. Jetzt wollen wir natürlich... Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, mit denen zu kämpfen. Das ist in der Nacht auch immer so eine Sache. Es ist irgendwie super schwer. Das muss dahin, das muss dahin, die muss dahin. Was war denn auf der 8? Was hatten wir da immer? Nicht blöd. Ne? Was hatten wir denn da? Das stimmt alles. Der neue Bogen auf die 4. Hacke dahin. Hatten wir da das Fleisch? Nee, das Fleisch habe ich ja immer so rausgenommen. Ne? Ach, die Fackel, klar. Die Fackel. So, der andere Bogen wäre auch völlig im Eimer gewesen, sehe ich gerade. Keine Ahnung, was ich für die machen muss da, für diesen Tempel. Aber die jetzt zu besiegen... Ah, warte mal, vielleicht können wir wieder mit List arbeiten. Wir gehen auf den Tempel rauf. Wir haben 64... Wo sind sie? 64 Flint Arrows. 13 normale, das ist definitiv zu wenig. Was brauchen wir nochmal für die normalen Wood Arrows? Softwood, Feather, Stone. Für Feather, hier brauchen wir diese Bäumchen. Und zwar nicht zu wenig. Und die sind jetzt hier mitten in diesem dicken Wald nicht gerade häufig. Die sind mir zu nah an den Gegnern da vorne. Da hinten ist noch einer. Da ist eine Menge. Also die normalen Holzpfeile sind jetzt nicht die besten. Aber ich brauche definitiv genügend Munition, wenn ich versuche, die in so einer Aktion von oben herab retten, ne? Die im Nahkampf zu konfrontieren, wäre einfach nur leichtsinnig. Ne? Was soll ich machen? Ich bin halt kein Barbar. Ich habe kein Tank. Ich habe keine Riesenrüstung. Ja? Wenn wir selbst mit unserer Kupferrüstung schon mit einem Schlag gen Jenseits wandern, ja, dann macht das einfach absolut keinen Sinn. Was ist denn das? Ah, natürlich, Gegner. Und ein Lagerfeuer. Zwei, und der hat so ein lila Leuchten, das heißt, der wird dieses Ding schießen, ne? Noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner. So, jetzt werden wir noch Stein brauchen. Ich kann auch einfach mal hier ein bisschen mehr Stein auf einmal holen. Brauchen wir nicht die ganzen einzelnen Dinge abbauen. Ich muss unbedingt die bessere Pickaxe herstellen. So. Ich dachte, da pirscht sich irgendwas an. Dann machen wir mal... Oh, das war's schon wieder an den 73 normale. Naja, besser als nix, ne? Besser als nix. So, wir versuchen uns an den, weil ich will wissen, was für den Tempel wichtig ist. Wo ist der Tempel jetzt? Das ist der doch da vorne, oder? Da ist das Ambrosia, dann will ich von hier da hoch. Bogen ist auch größer, habe ich das Gefühl. Der sieht auf jeden Fall riesig aus. Und ich habe eben mal reingeguckt in die Ausrüstung, ne? Komm, geht mal runter. Hier, der macht... Er hat 100 Meter Range, also wahrscheinlich wird das ein bisschen, ja, 20 Meter weiter sein. Und ansonsten Critical Hit Damage plus 100, Critical Hit Damage plus 100. Ja, das heißt, der bringt auch noch nicht mal so viel mehr. Aber eine Grundpiercing Damage steht da, 25 zu 55. Das heißt, der sollte theoretisch 30 Grundschaden mehr verursachen. Dazu kommt dann der Flint Arrow, der macht plus 10. Das heißt, wir hatten vorher 35, dann haben wir jetzt 65 Piercing Damage.
Und mit dem Wood Arrow haben wir halt no Bonus. Ne? Das ist halt so. Da müssen wir mit leben. Müssen wir mit leben. Ich habe noch den Bammel, dass Mr. Schwebefuzzi in der Lage ist, auf den Tempel zu teleportieren. Dann haben wir ein. Ja gut, was heißt Problem? Aber dann können wir uns zumindest mit ihm alleine boxen. Und dann sind die Typen unten erstmal rausgenommen. So, pushen uns an den Tempel. Ich frage mich, was in den Tempeln drin ist, weil man hört ja, dass da eine Kiste ist. Aber ob da jetzt so ein fettes Rezept drin ist. So, am besten direkt ein Critical Hit an den Babyfuzzi. Wo ist er denn? Den natürlich auch jetzt wieder übelst wenig. Oh, die sind schon alarmiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück? What the fuck? Da ist der Schwebefuzzi. Boah, Alter. Warte mal. Settings. Wo hab ich's denn gerade gesehen? Monitor, also Resolution, Vising, Framerate, Field, Brightness. So, wir gehen mal auf 70 Brightness. Bisschen mehr sieht man jetzt. Wo ist er? Da unten, ne? Boah, das war ja schon direkt eine Menge mehr Schaden. Boah. Er ist kaputt. Wow, okay. Der Critical war ja richtig gut. Der war richtig gut. 130. Jo, zwei Critical und diesen Heat. Oh. Au. Ich lach die noch aus und im nächsten Moment kriege ich erstmal dicken Speer in die Eier. Ah. 27, so viel machen die aber nicht. Au. Okay, wir sind definitiv ein Bogenschütze. Guck mal, hier haben die so tolle Streifen, haben die fallen lassen. Das ist ja unglaublich. Leder hat er fallen gelassen. Das ist ja etwas, was wir überhaupt nicht in der freien Welt bekommen. Da ist ja echt lächerlich. Oh Gott. Muscheln. Muscheln. Müssen wir Poseidon opfern? Natürlich, was sonst? 20 Muscheln. Wo kriegen wir den Scheiß her? Gibt's das am Strand? Na gut, wir gehen jetzt zu dem Lager. Was auch immer das sein soll. Muscheln. Granatäpfel. Wo gibt es das denn alles? Ich habe noch nirgendwo so etwas gesehen, außer Erze und die Grundrohstoffe hier. Flintstone, Wood, was auch immer für ein Wood und so, ne? Unglaublich. Wo soll es das geben? So, das ist eine Doe. Und kein Bug. Also die bringt uns theoretisch sowieso nichts. Au. Thank you.
Athena-Medaillon. Wir haben ein Athena-Medaillon gefunden. Hier, a quest item needed to gain entry into Athena's shrine. Oh, cool. Das ist doch mal was Fettes. Ich habe noch nicht mal den, nochmal ein Athena-Medaillon. Aber warte mal, haben wir nicht Athena... Ne, Moment, es heißt Athena-Medaillon. Dann sind diese... Oh, wie heißt denn das hier? Athena haben wir ja noch nicht. Wer war denn das? Hier, Zeus. Kill Purple Wisps. 4 Stück. Ich weiß immer noch nicht, was... Ob das diese jetzt sind, diese mit diesem Purple-Zeug, das hatte ich ja schon mal vermutet, ne? War nicht hier noch irgendwo einer gestorben? So, das müsste jetzt ein 3-Sterne-Bug sein. Okay, das Spiel kommt langsam ins Rollen. Jo, 3-Sterne-Bug. Das Spiel kommt langsam ins Rollen. Ziemlich zäh am Anfang. Was können wir hier machen? Können wir uns irgendwie aufheizen oder so? Nö. Einfach nur ein Platz, wo wir diese Typen finden. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich die jetzt waren. Hier diese Purple Wisps. Seashell haben wir natürlich noch nicht. Pomegranates auch nicht. Die Braziers sind wir fleißig am Suchen. Und die Schreine natürlich insgesamt brauchen wir. Ja. 10 3-Sterne-Bugs brauchen wir. So, wir schauen in die Lande. Das ist der Rest der Insel hier, ne? 190. Nehmen wir den nächsten. Gut, das, wie soll ich sagen, das packt wieder Motivation. Da sind wir hergekommen. Das schafft wieder Motivation. Vor allem der Bogen. Der hat jetzt doch, glaube ich, einen größeren Unterschied gemacht, als ich erwartet hatte. Das ist schön. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Wir sind bei 4 Purple Wisps. In der Mitte, der ist nicht so einer, aber er hier, der ist, glaube ich, ein Purple Wisp. Au. Au. Boah, knapp. Heilen. Athena-Medaillons, natürlich immer gut, dass wir die haben. Dass wir die sammeln. Wir sind verlangsamt. Guck mal, jetzt wieder unten links. Zum Glück erst jetzt, ne? Wenn er uns mit diesem Schad mit so einem Splitter trifft. So, die Medaillons, ich weiß nicht wie viele, bestimmt müssen wir so 20 oder so sammeln, um Zutritt zu bekommen. Und jetzt gucke ich bei Quest rein. Ne, Purple Wisp ist immer noch 4. Dann kann ich mir nur vorstellen, dass Purple Wisps ist... Ne, Wasps ist Wespe, ne? Wisps, weiß ich nicht, was das ist. Dann sind das bestimmt die fliegenden Fuzzis, die Purple Wisps, ganz ehrlich. Das können nur noch die fliegenden Fuzzis sein. Okay, wo sind wir? Wir gehen mal in so einem Rechtsbogen. Ja, ich will lieber die Küste da mitnehmen, nicht, dass ich zu weit weg bin, um auf dem... Kompass was zu sehen. Ich höre schon wieder was. Lass mal kurz ein Stück Fleisch nehmen. Ja, ich höre doch ein Schweinchen. Ich höre doch ein Schweinchen. Oh ne, es ist ein Bug. Zeig mir deinen Kopf. Jetzt lüftet, ne, oder? Jetzt lüftet, Leute. 3 Sterne. Okay, verstehe. Ist wie bei Red Dead. Also bei Red Dead ist es nochmal so, dass du musst auch ein 3-Sterne-Tier finden, ne? Und dann musst du es richtig töten, ne? Autsch. Mir fehlt mein Schild. Ich habe noch ein Grunzen gehört. Aber wieder von links, das kann Standardgrunzen sein, ne? Das war ein Hirschgeräusch, ja, da eine Kuh.
krass, ne? Diese aufgehende Sonne, das sieht schon echt krass aus. Immer wieder bin ich beeindruckt davon. So, ich gehe jetzt nochmal an, einfach nur so, Interesse halber, an... Wir können hier mal ein bisschen Flint sammeln, weil wir da einfach, ob Stein, ob Flint, egal, einfach einsammeln. Weil wir das, wenn wir zurück im Lager sind, brauchen, um neue Flint-Pfeile herzustellen. So, jetzt lass mal hier sehen. Stone, Stone. Kann ich tauchen? Wo soll es so eine Seashell geben? Muss man dafür was rausschwimmen? Darf ich überhaupt rausschwimmen? Ertrinke ich jetzt und komme dann nie wieder an meine Sachen ran? Das ist für mich irgendwie ein bisschen heikel. Gibt es keine Muscheln, oder? Vielleicht ist das auch irgendwie sowas... Muscheln, Pomegranates und so. Etwas, was man einfach noch gar nicht in der Early Access bekommt. Das weiß ich nicht, ne? Wisst ihr das? Seid ihr schon weiter in dem Spiel, oder? Gute Frage, was hier so passiert. So, ich gehe jetzt auf den Hügel drauf. Dann haben wir quasi diesen Segment wieder zwischen den zwei Wegen. Haben wir das auch abgearbeitet. Wenn das überschauen. Was müssen wir nochmal sammeln? Für die Dark Resin und Hard Resin. Naja, genau. Ich nehme meinen Bogen. Ich bin der Bogenschütze. Ups. Da ist doch einer. Und da unten ist auch was. Oh, das ist eine. Das ist aber eine Tageskiste. Ah, Wölfe. Okay, Wölfe. Oh, ich häng fest. Ich bugge. Ich häng fest. Nee, ist nicht wahr, ne? Ist nicht wahr. Er landet nicht. Die Ausdauer. Ah, jetzt ist er runtergerutscht. Ausdauer regeneriert sich nicht. Haben das die anderen Wölfe mitbekommen? Kommen sie jetzt? Gehen sie. Oh, was ist das denn hier? Die ganzen Speere und so eine Stein. Übrigens, da ist noch ein Wolf. Wenn wir den auf 3 Sterne schießen, können wir zu Hause 2 Stück aufstellen. Jupp. So. Guck mal, mit so Glühwürmchen oder was das ist. Motten. Royal Mass Recipe Collection Item. Das ist doch nur, das ist doch was, das ist doch ein Aussehen, oder? Royal Mass Recipe? Ist hier nicht drinne. Irgendwo muss hier noch ein Wolf sein. Oder ist er im Fels gespawnt? Der ist nur 2 Sterne, der Wolf. Guck mal, ich höre hier ganz deutlich die Schritte, ne? Vielleicht ist der im Fels. Armes Ding. So, schon wieder haben wir einen entzündet. Sehr gut. Sehr gut. Wir kommen endlich weiter. Wir kommen endlich weiter. Jetzt möchte ich diesen Teil abchecken. Einmal hier oben den Teil. Dann den Teil. Und dann gehen wir hier ins Landesinnere wieder zurück. Da unten. Was war das für ein Geräusch? Dann wird wie so ein Vogel oder so. Ist das eine Nachtkiste? Das ist eine Nachtkiste. Was gibt es in den Nachtkisten? Da ist einer. Hunter Level 5, sehr gut. Kostet endlich weniger Ausdauer.
Nachtkiste. Die muss ich mir irgendwie merken, hier oben an dem Weg. Und eine war ziemlich mittig hier, ne? Ja, ist eine Nachtkiste. Ob da nur Coins drin sind, also Münzen, oder ob da... Oh, guck mal, da ist noch so ein Hermes-Ding. Oh, die müsste ich mir eigentlich auch mal einzeichnen, ne? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass es irgendwann eine Quest ist, dass man die alle abklappern muss in der richtigen Reihenfolge. Weil die auch noch eine Nummerierung haben, ne? Ich habe noch ein Tier gehört, aber ich sehe nichts. River meets Sea. Und was das Hermes Blessing ist, kann ich dir auch gar nicht sagen. Ob ich schneller laufe, ob ich weniger Ausdauer beim Laufen verbrauche, das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, sobald ich das Hermes Blessing habe, da brauche ich beim Gleiten übelst viel Ausdauer. So, sollten hier ein bisschen jetzt ins Landesinnere gehen. Ist das hier eine Öde? Nee. Aber ich glaube, der rennt schneller, oder? Ich glaube, der rennt einfach schneller dann. Ist extrem schnell unterwegs. Das ist eine Doe, die brauchen wir nicht. Da fliegt was. Symbolisiert ja auch eigentlich immer was, oder? Ja, eine Kiste. Oh, cool. Old Commander Recipe. Oh, richtig gut. Jetzt haben wir hier auf einmal die Rezepte. So, da haben wir 250 Meter. Also irgendwo in dem Gebiet. Aber wir gucken uns jetzt hier noch Richtung Westen um. Das ist auch wieder eine Doe. Die brauchen wir nicht. Da ist noch eine Doe. Für Leder kann man die ja gebrauchen, aber wir haben genug Leder. Auch wunderschöne Küste hier. Wunderschön. Hier könnte man echt gut eine Butze bauen. Wo kriege ich auch die Muscheln her? Das ergibt sich mir nicht. Meinst du, wir müssen den Zipfel hier untersuchen? Ich glaube nicht. Gehen wir jetzt Richtung Süden. Hier hoch, parallel zu der Felswand, die uns trennt von diesem gesperrten Gebiet. Halten wir das hier im Blick. Es scheint ein super heißer Tag zu sein gerade. Dünstet so richtig. Kann natürlich auch sein, weil ich die Helligkeit hochgeschraubt habe, dass es so aussieht. Ja, das brauche ich gar nicht versuchen, weil ich die Kupferteile noch nicht habe. Vielleicht kann man Pomegranate und sowas oder die Seashell. Ja, Pomegranate könnte ich mir ja noch vorstellen, dass man das anbauen kann, aber Seashell herstellen? Wie soll das funktionieren? So. 270 in die Richtung. Der muss also irgendwo da sein und es wird doch nicht das Lager sein, oder? 287 in die Richtung. Es könnten die Lager sein. Und 100 Meter in die Richtung. Erstmal klappern wir das ab. Das ist wieder der Dark Forest. Da ist was. Was denn? So was habe ich ja noch nie gesehen. Ein Grab? Guck mal hier bitte. Keine Feinde? Ist das ein Portal? Das ist ein Portal! Ein neues Portal, Leute! 400 Stau. Okay, dazu müssen wir auf jeden Fall bei den Kristallen vorbei. 50 Knochen, kein Problem. 200 Holz, 200 Stein, kein Problem. Ich will jetzt aber nicht... Oh, wir haben 600 Staub. Lass uns das doch nutzen, oder? Boah, 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 es baut sich auf! Okay. Bone haben wir nicht. Softwood und Stone haben wir gespendet. So. Geben diese Bäume hier noch Softwood? Ja. Boah. Wo geht das Portal bitte hin? Geht das in diese blockierte Land, in die gesperrten Lande rein?
Oder auf irgendeine krasse Insel noch hin? Wo könnte es denn hingehen? Die Insel können wir doch bestimmt rüberschwimmen. Die auf jeden Fall. Da waren wir ja schon. Auf irgendeiner. Auf den beiden waren wir, ne? Wo sollte dieses Portal sonst hingehen, außer in dieses Land? Das würde aber auch so einiges erklären dann. Ey, krass. Krass. Ich bin übelst gespannt gerade. Ich will jetzt einfach wissen, wo das hingeht. Vielleicht in irgendein Land, wo es auf einmal Sachen gibt, also Obst und sowas, ne? So, 116 Softwood. Wow. Da haben wir aber was entdeckt. Die Musik ist auch so mysteriös hier. Reicht das schon? 167 Softwood. Naja gut, wir müssen eh zu Hause vorbei, wegen den Knochen und Steinen müssen wir auch jede Menge mitbringen. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal noch auf die anderen Sachen. Wir biegen, guck mal, straight Süden gibt er uns 286 den hier an. Also müssten wir jetzt von hier aus einfach weiter in diese Richtung. Osten 240. Warte mal, was sagt der? Wie weit ist der? 280 und in 200... Das ist 280. Dann ist das ja viel weiter. Also wird hier noch einer sein. Holen wir uns den. Wir gehen mal hier hoch. Oh, auf jeden Fall mysteriös. Oh, guck mal, hier auch nochmal 180. Was? Drei Fragezeichen noch. Das, naja, der zeigt nicht die Lage als Fragezeichen an. Das geht nicht. Ich muss mal wieder Fleisch nachlegen. Wir haben noch 6 Splint Arrows und danach sind dann nur noch die normalen Holz Arrows start. Oh, ein Tempel. Ach ja, klar, wir haben ja von dem großen Berg aus haben wir ja mehrere Tempel gesehen. Ich sammle jetzt schon mal die Federn. Oh, endlich Athletik hoch. Ich sammle jetzt schon mal die Federn. So, ja, wie ich euch jetzt mache, ne, weiß ich ja mittlerweile, ne. Ja, bin ich halt nicht der Stärkste, aber der Listigste. Oh, er ist gespawnt. Er hat es noch geschafft. Wo ist er hin? Da unten. Hau nicht ab, Jung. Ne, ich bin Rechtshänder. Ich muss so rum spielen. So, der ist jetzt tot. Warte. Hallo. Oh, der hält ja immer mehr aus. So, jetzt gucke ich mal kurz nach. Nee, Purple Wisp ist immer noch 4. Hä? Also ist das... Sind die Fliegenden auch keine Purple Wisps? Vielleicht ist mit Purple Wisp sowas wie sein, wie die Wachen vor seinem Tempel gemacht oder so. Athena-Medaillen. So, hier brauchen wir Athena-Medaillen und die können wir natürlich sammeln. Da wissen wir endlich mal, was wir, nicht nur was wir brauchen, sondern wo wir das auch bekommen, ne? Wo wir das auch bekommen. Hier hat er was fallen lassen.
Ja, und den anderen haben wir auch. Okay, gut. Das ist der Tempel. Da brauchen wir die Medaillen. Die kriegen wir auf jeden Fall hier. Und irgendwo bei einem dieser Schreine, nicht beim Tempel von Zeus, sondern bei einem dieser Schreine waren die ja auch, ne? Spatium. Spatium. Spatium ist was anderes, guck mal. Das wird als Spatium abgelegt. Okay, dann sammeln wir mal ein bisschen Spatium. Das ist normales Thatch. Hier ist noch Spatium, was auch immer das sein soll. Wir nehmen es mit. Spatium. Wissen wir auch, wo wir das bekommen? Es wird ja als Spatium gespeichert und nicht als Thatch oder sowas, ne? Nehme ich das mal mit. Haben ist besser als brauchen. So. Hier brauchen wir für die Dinger brauchen wir andere. Warte mal, hier ist noch ein Fragezeichen. In 250 Metern Richtung Norden. Das muss ja noch hier zwischenliegen dann. Das darf ich nicht verpassen. Oh. Lebt noch einer? Die Musik hört nicht auf. Da lang. Wir selbst mit Holzpfeilen können wir uns noch wehren. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Das ist ein bisschen motivierender. Bin ich da echt rumgelaufen? Da, ah, da ist noch ein Lager. Perfekt, da sind noch Athena-Dinger. So, Ausdauer. Können wir einmal einen Ausdauer-Drink nehmen. Ja. Also die ja, Steine brauchen wir auch für die Dings, ne? Das ist schon ziemlich unfair denen gegenüber, ne? Aber ja, die haben auch immer unfair mir gegenüber gekämpft. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, ne? Irgendwo ist ja auch hier noch einer down gegangen. Das war doch nicht der da hinten. Wo ist denn das? Der ist, das war hier der letzte, der mit dem Schild. Der andere ist hier hochgelatscht. Haben wir denn den anderen hier erwischt? Der eine hinterm Fels, war klar. Hä? Willst du nicht noch sein Zeug hier irgendwo liegen? Oder habe ich das schon aufgesammelt? Hm, wie viele Medaillen habe ich? 3, ich glaube, die reichen uns auch. Die reichen uns auch. Okay, wo war der Tempel von Athena? Das hier, ne? Also biegen wir rechts ab, gehen wir da hoch. Cool, dann kommen wir in den Tempel rein, in den ersten Tempel. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Hoffentlich kommt da nicht irgendein fetter Gegner raus, wo wir mehr als 40 Pfeile für brauchen. Hihi. Oh, da ist schon wieder einer. Ups. Die geben uns zumindest ein bisschen Staub, ne? Oh, Speer Stufe 4. Ist natürlich auch praktisch. So, ein bisschen Staub schadet nie. Wir wollen da zum Gelben.
Ich höre doch schon wieder irgendein Tier. Da. Oh, jetzt mit dem Holzpfeil, das wird schwierig. Doch, hat funktioniert. Sehr gut. Da oben wäre noch einer gelaufen. Oh, noch mehrere. Oh, sehr gut, ey, sehr gut. Kommen wir endlich mal mit der Quest auch weiter. Und dann bekommen wir auch mal endlich oh, der hat nicht gezählt. Scheiße, es war zwar ein Critical Hit, aber es war kein Kopftreffer. Dann kommen wir mit den Missionen weiter. Dann kriegen wir mehr Coins, dann können wir mehr Rezepte kaufen, weil wir brauchen ja auch noch zur Herstellung brauchen wir noch was. So. Wir haben es geopfert. Und? Dürfen wir rein? Wir dürfen rein. Was ist drinne? Der Tempel der Athena. Eine Schatzkiste. Wir schauen rein. Yo, boah, ein richtig Centurion-Thema-Ding. Das sieht ja krass aus. Und was war da drunter? Münzen? Oder was war das? Unten rechts, das konnte ich so schnell gar nicht lesen. Muss ich mir im Schnittprogramm angucken. Ah, und jetzt können wir hier die File Alchemist Recipe. Okay, wir haben irgendein Elixier-Rezept noch bekommen. Richtig geil. Und wir haben den Schrein zerstört einfach mal, ne? Ja, wir kacken auf die Götter. Wir kacken auf die Götter. Wir vernichten euch alle und wir werden auch irgendwann den Göttervater Zeus stürzen. Super. Ich freue mich. Wir sind richtig, richtig erfolgreich gewesen in dieser Folge. Und das motiviert, wenn wir endlich unsere Taktik, unseren Weg gefunden haben. Wir werden in der nächsten Folge neue Werkzeuge herstellen. Wir werden neue Rüstungsrezepte uns anschauen. Wir werden uns die Skin-Rezepte, die wir bekommen haben, anschauen. Und dann wissen wir genau, welchen Weg wir gehen werden. Danke fürs Zusehen und seid in der nächsten Folge mit dabei. Bis bald.